Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video zeige ich euch die Karte Witwenhof. Das ist die Karte, die momentan bei Trials of Osiris aktiv ist und in diesem Video möchte ich euch ein paar Tipps verraten zu dieser Map. Es ist eine Long-Range-Map, aber nicht an allen Stellen. Der Mittelgang, das wird man gleich sehen, ist eine Long-Range-Sache. Da ist Snipergewehr und Scoutgewehr zu empfehlen. Oder ein Revolver, wenn man gut damit umgehen kann. Ich werde da auf die obere Seite jetzt eingehen, von da wo wir jetzt gestartet sind. Später dann noch auf die andere Seite, damit ich da beide Seiten zeige. Wichtig ist bei Trials of Osiris immer wiederbeleben. Das hat höchste Priorität. Jetzt sieht man beide tot. Ich konnte beide wiederbeleben. Und wir töten die Gegner schlussendlich und gewinnen dann. Zuerst dachten die Gegner, okay, wir können jetzt angreifen, einer lebt noch, ich habe die anderen zwei schnell wiederbelebt. Es war wieder 3 gegen 3. Die anderen waren auf einer offenen Fläche und wir haben gewonnen. Wichtig ist zu sagen, wenn ihr sterbt, schaut, dass ihr irgendwie in Deckung sterbt. Nicht so wie jetzt hier. Teilweise kann man da nichts machen, aber wenn man beispielsweise vom Dorn vergiftet wird, sollte man probieren, irgendwie in Sicherheit zu sterben, damit die anderen Spieler einen besser wiederbeleben können. Hüter gefallen. Das vorab, hier noch zu sehen, wir haben gewonnen, Spezialmunition aufnehmen. Das heißt, wenn ihr siegt, könnt ihr da immer noch Munition aufnehmen, vergesst das nicht, das ist wichtig. In der Runde 3 spawnt die eine schwere Munition auf dieser Seite hier. Passt vor dem Gang da unten auf, nicht dass ein Scharfschütze euch dann erwischt, wenn ihr die Munition aufnehmen wollt. Zur anderen schweren Munition kommen wir später dann noch, wenn es einen Seitenwechsel gibt. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, wo die Gegner kommen. Entweder dort, wo ich jetzt hinfeuere, oder von der Mitte, wo jetzt mein Mitstreiter durchrennt. Im Hintergrund sieht man ihn. Das sind die zwei Punkte, wo die Gegner dann kommen, wenn sie ihre schwere Munition aufnehmen. Dann Runde 4, nach der schweren Munition. Bei Runde 3 und 4 müsst ihr euch immer bewusst sein, der Gegner könnte bereits einen Super haben. Also er hat vielleicht einen Super, eine Superfähigkeit. Das heißt, ihr müsst das immer in Betracht ziehen, dass da eine Nova, Striker, Revolverheld oder Arkusklinge kommen kann. Unsichtbarkeit vom Jäger ist immer nützlich. Und hier wieder wiederbeleben, priorisieren. Und da wären wir gerade beim Thema Super. Endrunde ist der Super meistens ready. Gut, die Seite hat man jetzt ein bisschen gesehen. Mitte, linke Seite wird da meistens priorisiert. Weil man da einen Höhenvorteil hat. Wir wechseln jetzt auf die andere Seite, wenn man unten startet. Wenn man unten startet, gibt es eine gute Möglichkeit nach links zu gehen. Oder von der Kathedrale aus zu agieren, um den Mittelgang zu blockieren. Ich wechsle da kurz auf den Dorn. Waren stärkere Gegner, da musste ich die Ausrüstung ein bisschen anpassen. Mitte ist immer gefährlich. Rennt nie einfach blind durch die Mitte. Wenn ein Spieler tot ist von den Gegnern, geht in die Offensive. Ganz wichtig. Denn dann habt ihr einen Vorteil, dann steht 3 zu 2 oder 3 zu 1 und der Gegner gerät unter Druck, weil ihr Druck aufbaut und meistens gewinnt man dann. Fusionsgranaten, also Stackgranaten, da komme ich später noch dazu. Die sind nämlich hier in Trials of Osiris sehr, sehr wichtig. Und hier sieht man schön, Mittelgang ist gefährlich. Wenn der Scharfschütze besser gewesen wäre, hätte er mich wahrscheinlich erwischt. Da gut aufpassen. So, jetzt, ganz wichtig, Pumpguns, kleiner Trick. Wenn der andere wiederbelebt, wartet einen kurzen Moment, bis er steht. Erst dann, wenn der Gegner steht, bekommt er Schaden, sonst ist er noch immun. Braucht ein bisschen Gefühl für die Pumpgun, aber wenn man das beachtet, dann tötet man die Gegner, die wiederbelebt werden,
ziemlich einfach. So, nächste Runde, Runde 2. Wieder über die Mitte. Einfach immer schauen, dass wenn man stirbt, dass man in Deckung stirbt, dass jemand einen wiederbeleben kann aus der Deckung heraus. Linke Seite, da wo wir uns jetzt befinden, ist eine Nahkampfgegend. Und die rechte Seite von der Map, da wo ich jetzt hinfliege, ist eher eine Long Range Map, beziehungsweise eine Long Range Gegend. Man sieht hier schön runter, ja, es wieder wiederbeleben priorisieren. Man sieht, das mit dem Wiederbeleben, da schauen wir immer drauf, dass möglichst alle leben und wenn einer tot ist, dass der möglichst schnell wiederbelebt wird. Alle Gegner wurden ausgeschaltet. Schwere Munition kommt. Schwere Munition auf dieser Seite. Die schwere Munition auf dieser Seite ist da beim Baum. Da muss man einfach aufpassen. Die Gegner probieren einen gerne zu überraschen, indem sie die erhöhte Fläche dort nutzen, um anzugreifen. Wenn man die schwere Munition hat von dieser Seite her, kann man direkt angreifen, so wie wir das jetzt machen. Wenn die Gegner stehen bleiben, so wie es die Gegner jetzt machen, dann sind sie leichte Beute. Ein Spieler von uns hat flankiert, die anderen zwei Munition geholt und so haben wir dann schlussendlich gewonnen. Runde 4, auch hier wieder aufpassen, der super aktiv. Man sieht es bei mir, der ist schon fast ready. Ich gehe da gerne in die Mitte, weil ich wusste, dass ich da genug Druck aufbauen kann und mit dem Super hat das auch gut geklappt. Ansonsten empfehle ich aber über die rechte oder linke Seite zu gehen. Da hat man viel mehr Deckungsmöglichkeit und kann viel besser angreifen oder verteidigen. Dann Stucknades. Fusionsgranaten oder Magnetgranaten oder Fluxgranate von dem Jäger heißt sie, glaube ich, sind in Trials of Osiris sehr, sehr gefährlich, weil sie One-Shot bzw. One-Stuck killen. Man hat gesehen, ich habe jetzt zwei von den anderen ausgenockt mit dem Stuck und den anderen noch erschossen. Das klappt auch beim Wiederbeleben übrigens. Wenn ein Spieler einen anderen wiederbelebt, kurz nach der Wiederbelebung stuckt ihn und dann stirbt er. Man muss es ein bisschen beherrschen, es ist nicht ganz einfach, aber wenn man es beherrscht, dann kann man extrem viele Punkte damit machen. So, jetzt kommt der Ausschnitt mit dem Stacken beim Wiederbeleben. Man sieht, er hat keine Möglichkeit auszuweichen, ich kann ihn ganz einfach stacken. Wir machen das noch in Zeitlupe. Er wird wiederbelebt, kann ich wegrennen, ich treffe ihn, der Schild ist weg von ihm, er ist nicht mehr immun und er stirbt von dem Stuck. Beim Titan wäre das die Magnetgranate, das wäre die hier. Für alle, die nicht ganz so gut umgehen können mit dem Stuck, würde ich da eher empfehlen, Blendgranate oder Blitzgranate mit dem Stürmer zu spielen. Beim Sonnensänger wäre das die Fusionsgranate. Die Fusionsgranate stackt auch. Da kann man sogar zwei auswählen, wenn man hier noch Gabe der Sonne skillt, um zwei Fusionsgranaten zu bekommen, um zweimal zu stacken. Feuerblitz würde ich sonst empfehlen, wenn man nicht so bewandert ist mit dem Stacken, oder auf dem Leerläufer mit der Axiomblitzgranate. Jäger wäre es die Fluxgranate, die stackt ebenfalls. Wenn das nicht so bewandert ist, dann Arkusblitzgranate. Ansonsten beim Revolverhelden mit der Schwarmgranate. Ich blende hier noch ein interessantes Video ein, für alle, die es noch nicht kennen, kann man ein bisschen tricksen, ansonsten die Lichtsensormine. Tja, wichtig hier zu sagen ist, Höhe ist immer von Vorteil. Schaut, dass ihr die erhöhte Position habt, dann habt ihr bessere Deckungsmöglichkeit. Jetzt sieht man 30 Sekunden noch bis zum Ende. Ich spule da kurz vor. Noch 5 Sekunden bis zum Ende. Hier kann ein Titan mit der Bubble sehr glänzen. Ich zeige das bewusst, dass man weiß, wenn die Zeit abgelaufen ist, was dann passiert. Dann spawnt hier in der Mitte ein Kreis. Wenn man den einnimmt, hat man gewonnen. Der Titan kann da natürlich schöne Bubble drüber machen, dann ist man safe und gewinnt das Ding sicher.
Gut, wenn man da dann makellos geschafft hat, geht's ab zum Merkur und man kann die Truhe looten. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Ich wollte da ein bisschen Tipps und Tricks verraten, um es euch ein bisschen einfacher zu machen. Um es zusammenzufassen, auf der linken Seite von der Karte, da ist eher Nahkampf. Also wenn man unten startet und man auf die linke Seite läuft, hat man eher eine Nahkampfgegend. Auf der rechten Seite hat man eher eine mittellange Distanz, also das mittel- bis lange Distanz, was Scout-Gewehre und Sniper-Gewehre stark macht. Und die Mitte ist immer gefährlich wegen den Sniper-Gewehren, das heißt, passt ganz, ganz gut vor der Mitte auf. Tja, und auf dem Merkur darf man dann den Loot holen gehen, wenn man es makellos geschafft hat. Ich sage jetzt schon vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Wenn das Video hilfreich war, lasst einen Daumen nach oben da, dann weiß ich, das Video war gut. Ich kann in dem Stil weiter Videos machen, um euch Tipps und Tricks zu verraten. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare, da werde ich gerne beantworten. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Thank you.